Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe ein neues Projekt mit euch. Und das ist ein fettes Junk Journal mit 4 Signaturen. Heute wollte ich euch gerne ein paar Sachen erzählen. Die Bonnie gerade torpediert. Du alte Maus. Was ist auch mit dir? Ja. Bonnie ist eine Videokonferenzkatze und keine Bastelkatze. Das heißt, bei Videokonferenzen möchte sie immer sehr gerne auf dem Tisch sein, dabei sein. Beim Basteln ist ihr dann eher langweilig. Vor allen Dingen kann ich sie dann nicht so gut auf dem Tisch gebrauchen. Hier ist nicht so viel Platz. Zurück zu meiner Überlegung. Und zwar, die Signaturen habe ich zusammengestellt. Ihr erinnert euch, diese Signatur habe ich mit euch gemeinsam gemacht. Und die anderen habe ich jetzt so erstellt. Logisch, ihr seht sie. Mal ein paar Dinge dazu. Also erstmal von der Sortierung her würde ich die jetzt ein bisschen hell-dunkel anordnen. Das ist eine Sache. Ich habe es jetzt erstmal nur geklammert, weil ich noch nicht weiß, wie ich den Abstand der Löcher mache. Werde ich dann auch noch mit euch machen. Jetzt wollte ich einmal ein paar Gedanken dazu teilen. Ich habe erstmal die Signaturen zusammengestellt. Wenn man die hier in das Buch packt, ich mache es mal andersrum, weil die Klammern ja noch dran sind, dann ist das noch, wenn man ein bisschen drückt, ein bisschen schmal. Lasst euch von sowas niemals täuschen. Hier kommt noch richtig viel rein an Taschen, Kärtchen und Tüdel. Dementsprechend wird es wahrscheinlich eher ein Alligator Mouth werden als ein schmales, dünnes John. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen Raum lassen für den oder diejenige, der es bekommt. Und deswegen werde ich zwar Sachen reinbauen, reinbasteln, aber nicht hardcore alles zutapezieren bis ins Letzte, weil sonst ist da nicht mehr viel Kreativität übrig oder Raum für Kreativität. So viel erstmal zum Zusammenstellen der Signaturen. Jede Signatur habe ich farblich ganz brauchbar geordnet, also brauchbar in meinem Geschmackssinn. Heißt, ich habe immer so ein bisschen hell-dunkel abgewechselt und ein bisschen die Ausrichtung der Seiten variiert. Es gibt ganz wilde Junk Journals, die dann wirklich echt zerfetzt sind an den Seiten und richtig abgeranzt. Wir werden hier noch ein bisschen was in puncto Sachen, die rausstehen und raushängen, machen. Da werde ich euch auf jeden Fall mit behelligen. So, ihr seht schon hier die Abwechslung in der Farbkombi ist da. Es ist wie der Name schon sagt, Abwechslung in der Farbkombi, recht abwechslungsreich. Auch hier wechseln sich die unterschiedlichen Farbtöne ab. Also auch jetzt von der Helligkeit des Papiers, dass man ganz weißes dazwischen, mal ein echt dunkles, mal ein Bild, mal ein blaues und so weiter und so fort. Muss ich euch jetzt nicht alles vorbeten. Ich wollte es schnell mal anblättern. Ich denke mal, diese Papiere werdet ihr so reichlich häufig sehen, sofern ihr denn diese Papierserie, Journal-Serie von mir anschauen wird. Also ein Papier, oder Papier sag ich schon, so ein Journal. Ich habe heute einen kleinen Papierknall. So ein Journal mit 4 Signaturen braucht doch eine gewisse Zeit, um vernünftig ausgestaltet zu werden. Beim vernünftig ausgestalten waren wir gerade und da fiel mir auf und ein, wir haben eine wichtige Sache vergessen beim Zusammenstellen der Signaturen. Und zwar das Thema Umschläge. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ja, Spaß beiseite. Ich habe mit Schablonen, die ich vorbereitet habe, die habe ich mir selbst erstellt und selbst ausprobiert, wie was wo funktioniert, habe ich mir aus einem schönen alten Notenpapier Umschläge ausgeschnitten, sie vernünftig gefaltet. Und ihr seht es vielleicht ein Müh. Habe ich hier ein bisschen Scotch-Tape reingeklebt in die Kanten, weil es echtes altes Papier ist, was relativ brüchig ist. Dementsprechend habe ich hier diese vorbereiteten Umschläge mir geschnappt. 4 Stück für 4 Signaturen, also in jeder Signatur wird irgendwo ein Umschlag wohnen. Die beiden größeren möchte ich gerne mit einbinden. Also dass die eine Lasche auf der einen Seite ist und die Umschlaghälfte auf der anderen Seite zum Reinschieben. Hier genauso. Und diese beiden werde ich von oben einbauen.
Habe ich mir so gedacht. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also jede Signatur hier hat schon irgendwie ein Notenpapier drin. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, an welcher Stelle baue ich was wie ein. Wenn ich mir zum Beispiel sowas angucke, habe ich hier so den Impuls, auf dieses Papier hier ein Herrschaftszeiten Umschlag zu setzen. So. Was ich natürlich auch machen könnte, ist ihn so zu setzen, also dass er da aufklappt. Das ist auch ganz interessant. Dann würde ich nur, und da kommt der Text Monk bei mir durch. Ich würde ihn tatsächlich so setzen, dass man den Text hier vernünftig lesen kann. Vöglein bunten Kleid, ja. Und auch hier würde ich zum Beispiel nur den Part ankleben, dass hier theoretisch noch eine kleine Tasche ist. Das mache ich jetzt mal direkt mit euch. Wenn wir hier schon am Start sind, dann können wir auch direkt handeln. Weil dann wohnen die Sachen nämlich schon an Ort und Stelle. So, dann schnappe ich mir mal meinen kleinen Pinsel und mein Junk Journal Kleber. Ich gucke noch mal kurz nach dem Ausschnitt. Jo, ihr seht was, das ist ein Traum. Genau, wir machen das einfach so, dass hier diese kleine Tasche das Ganze hält. Wenn man sich den Stift, also den Pinsel zwischen die Zähne klebt, beklemmt, kann man schlecht sprechen, habe ich festgestellt. Gut. Spaß beiseite. Wir haben den ersten Umschlag in der ersten Signatur. Die erste Signatur darf erstmal wieder schlafen gehen. Zack, weg. Dann würde es doch durchaus hier Sinn machen, einen mit einzubinden. Das ist auch eine etwas schmalere Signatur, wenn man sich die mal so zusammen anguckt. Warum nicht gleich relativ weit nach vorne? Wobei, da haben wir dann... Nee, das passt. Das gefällt mir noch nicht so. Also, passt wahrscheinlich schon, aber es gefällt mir noch nicht. Hier. Das wird allerdings mit eingebunden. Das werde ich jetzt nicht kleben. Das heißt, das werde ich mit lochen. Wir haben eine Landkarte, die für sich steht. Da ist nicht viel dran. Vielleicht machen wir hier wieder so ein Ding dran. Hm? Wollte ich das denn einbinden? Eigentlich war das jetzt zum Einbinden gedacht, ne? Ein neuer Tag beginnt. Man könnte den Spaß auch mal nach unten setzen, oder? In dem Fall will ich mich nur hier unten eine Kante setzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht aus dem Bildausschnitt gerutscht. So. Ein Kännchen sozusagen. Nicht Kännchen, sondern Kentchen. Kapisch? So, dass ich das hier so ranziehen kann. Das Ding klappt dann nach unten und man kann hier unten was reinpacken. So, mal ein bisschen gucken, dass das nicht hier Kleber rausquillt. So, und der Spaß ist, hier kann man, also hier kann man noch was dahinter stecken. So, Teil 3 von 4. Und jetzt kommt der letzte. Das ist relativ weit vorne, der Notenteil. Warum nicht hier zwischen, ne? Was hält uns davon ab, den dazwischen zu setzen? Der Tiefheit oben hätte ich ihn gern. So, also bevor ich die loche, werde ich die sowieso nochmal ordentlich anordnen. Also
ordentlich im Junk Journal Style. Gut, jetzt haben wir die Umschläge auch drin. Also das ist schon ein ordentlicher Packen Papier. Also ihr könnt es zwar jetzt nicht sehen oder nachvollziehen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie viel über 50 Seiten Papier ist. Unterschiedlichster Dicke und unterschiedlichster Couleur. Ihr habt es ja gesehen. So, das war jetzt einfach nochmal eine kurze Anekdote zum Thema Signatur. Wie ordne ich die Blätter an? Jetzt ein bisschen schnell Durchlauf. Sollte es euch zu schnell gewesen sein, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare. Dann mache ich sowas auch nochmal in ganz langsam. Ja, was möchte ich eigentlich mit diesem Journal machen? Also, es wird definitiv mein Journal, was ich auf meinem Etsy-Shop verkaufe. Übrigens, die Umschläge, die ich hier gerade gezeigt habe, die verkaufe ich auch in vorbereiteter Form für wirklich kleines Geld, wie ich finde. Weil es ist alles in allem schon echt Arbeit, die richtig schick und fein zu machen. Die machen natürlich aber auch echt was her. So ein echtes, altes Notenpapier, klar. So, zurück zum Journal an sich. Das werde ich, wenn es fertig ist, in meinem Etsy-Shop verkaufen. Schweren Herzens, weil bisher habe ich immer Journals gebaut, gemacht für ja, Menschen als Geschenk, für Menschen, die ich kenne, und konnte das recht zielgerichtet machen. Das hier, habe ich mir überlegt, wird ein Happiness Journal, also es wird ein fröhliches Journal, trotzdem im Vintage-Stil, also ich werde es sehr im Vintage-Style halten und dennoch hier und da einfach auch so ein bisschen Farbakzent und fröhliche Sachen mit reinbringen. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und ich finde, das Thema Happiness ist durchaus eins, was ich nicht verstecken muss. Auch nicht, wenn es mit Vintage organisiert ist. Gut, Zwischenüberlegung beendet. Das war jetzt nur ein ganz kurzes Video, im Gegensatz zu meinen sonstigen echt langen Videos. Ja, ich sag mal kurz und knapp und knackig. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis demnächst in diesem Kino.